Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks. Und heute ist der Tag der wohlverdienten Belohnung und ich spiele heute zum ersten Mal hier bei den Let's Plays mit meinem Hauptaccount. Und es wird heute auch erstmal ein Garagenvideo geben. Wir werden gleich den Start ins Spiel machen, um dann die Gutschrift des der wohlverdienten Belohnung mitzuerleben, live, weil die ja sofort beim Öffnen des Clients, wenn man da in die Garage kommt, präsentiert wird normalerweise. Ja, gut. Die anderen Panzer hatte ich schon. Jetzt gibt es den Panzer 4F2, das ist der neue. Titel Veteran. Na, mehr über Titel brauchen wir nicht. Das sind die Titel bei den. Das kann man im. Gehen mal gucken, was denn sonst gibt hier. So. Sind jetzt mal die Marken. So. 3000 Anleihen, 14 Marken, 1,5 Millionen Kredits. Personalisiertes Ausbildungshandbuch. 3 universelle Handbücher, 3 Tage Premium-Konto, 20 mal X5-Erfahrung, 20 mal Kreditpunkte-Reserve, 20 mal XP-Reserve und 3 Dekor-Volksspiel. Das ist das 10 Jahre Dekor. Man kann dann auch sehen, an diesem NASA der 10 ist von dem 10 Jahre Jubiläum. Der gleiche nochmal. Ja. Auch diese stilisierte 10. Damit will ich schon mal ganz klar, dass der Nachschub will. Ich kann mal kurz reingehen, gucken. Wir gucken mal eben. Und das wird der Account sein, wo ich jetzt die Feiertags-Ops hauptsächlich spielen werde. Jetzt wird erstmal gucken, schauen wir uns mal an, was man mit den Marken kaufen könnte. Feuerleitsystem, das würde ich mit Sicherheit nicht kaufen. Aha, das System zur Verbesserung der Beweglichkeit, das ist ja geil. Das ist richtig gut. Stufe 3. Das ist, glaube ich, eins. Da geiern die ganzen Leute drauf. Ja. Holen wir? 5 waren das, ja genau. Hm? Belohnung abholen. Kann man nicht mehr rückgängig machen. Stufe 3 ist das, also voll ausgebaut quasi. Und die 100 Komponenten sind einfach nur zum Ausbauen. Gut. Verstanden. So, dann hätten wir das. Da können wir nur eins machen. So. Ein verbessertes Zubehör können wir hier kaufen. Das ist eine gute Frage. Nimm das innovative Ladesystem. Lüftung. Gibt nur die Sachen, ne? Gute Frage. Eigentlich egal. Ich weiß gar nicht, wie viel ich auf Lager habe. Na, guck mal im Lager mal nach. Zubehör. Verbesserte. Kein verbessertes. Gebeutelt habe ich 2 noch, die sind aber noch nicht aufgerüstet. Experimentell habe ich auch ein bisschen was, da habe ich sogar, ja okay, den, aber das ist gut. Ne, dann ist es eigentlich egal, dann gehen wir mal hier wieder
Ist der falsche? Nachschub müssen wir hier. Gut, sind wir wieder in dem Lager hier drin. Nehmen wir experimenteller und pick mal. So. Jetzt habe ich nur noch zwei übrig. Zubehör gibt es keinen mehr. Das wäre jetzt ein Stil. Und hier wären die Kürden 2 Kosten, die Anleihen. Es gibt noch jeweils 5, den kann ich nicht nehmen, Universal, der geht nicht mehr, das geht auch nicht. Es gibt noch einen Tag jeweils. Kreditkarte. Gut, dann mache ich das so. Ich weiß nicht, wie viel. Ich will den Account jetzt hauptsächlich wieder spielen und Premium-Tage. Ich weiß nicht, wie lange ich da brauche. Könnte dann sind 1000 Anleihen, die ich jetzt noch mitkriegen könnte. Gut, mache ich das. Das ist alles. Das sind dann 1000. Okay, dann habe ich das. Dann habe ich die Marken ausgegeben. Ich habe mir ungefähr ausgerechnet gehabt. Was habe ich hier noch? Achso, das ist noch die Sache für. Hier habe ich aber keine Marken. Weg. Machen wir mal eben die Punkte hier weg. Sammlerfahrzeugen. Ach, ja, das sind auch nicht mehr. Ich habe nur noch 2 Franzosen und einen Russen, den da übrig ist. Sonst habe ich alles. Ich mache dann aber hier die Punkte mal eben weg. Direktiven. Brauchen wir auch jetzt nicht. Auch gut. So, gehen wir erstmal in die Garage. Gut, die Vorräte, ja, okay, das ist klar. Können wir wieder rausgehen. Garage. Brauchen wir nicht. So. Das ist der Seemovente. Das ist okay. Ich habe insgesamt 412 Panzer in dem, auf dem Account. Das werden wir später mal machen. Dann mal zu sehen, wie weit wir hier schon sind. Wir haben schon viel, ziemlich viele Tier 7. Hier bei dem, hier fehlt noch ein 6er. Zum Beispiel. Aber ich will mal einfach kurz was sagen. Das kann man, können wir hier sehen. Problem ist, ich werde halt die Panzer hier spielen bis zu der, genauso wie bei dem Account, den ich jetzt zuletzt gespielt habe, den Steam Account, dass ich nur die Panzer spiele bis zu der Tierstufe, wo ich noch nicht alle komplett habe. Und das Problem ist halt, das sind noch nicht mal die, hier wären Tier 5, beziehungsweise, aber Tier 5 habe ich nicht komplett, weil der hier, der die Japaner wandert, hier, der TD-Zweig, den müsste ich spielen. Ich muss den halt noch freischalten. Ja. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Der Schiehe hat hier über 180 Gefechte auf dem Konto. Und ich kann nicht alle Panzer bis Tier 5 auf 180 Gefechte fahren. Weil das dauert Jahre. Jetzt, im Moment jedenfalls oder so, ich weiß nicht, oder ich muss ziemlich viel fahren. Also dauert noch ewig. Würde ewig dauern. Das müssen wir halt über Blaupausen regeln wahrscheinlich. Es gibt ja bei den Feiertagsops gibt es Blaupausen. Von daher muss ich das mal gucken, wie ich den freischalten kann. Dann hätte ich noch, ich muss mal eben durchgucken, wann denn da sonst noch für Reihen gekommen sind. Da ist keine neue Reihe gekommen, das weiß ich, bei den Russen war nichts. Die sind alle bis Tier 5 drin. Denn die Amis sind auch, das ist auch alles durch, da ist nichts. Dann müssten hier die Briten, müsste sein, der hier ist das, die Radpanzer. Aber der Cruiser 4 hat auch schon so viel Gefechte drauf, also 120 irgendwie so. Aber da muss der gleiche machen, aber jetzt sind nur 10.000. Okay. Können wir notfalls auch mal freie Erfahrung nehmen. Wie gesagt,
Da fehlen also noch zwei Fünfer. Das heißt, ich darf jetzt im Moment nur bis Tier 5 spielen, bis ich die Fünfer komplett habe. Das sollte aber irgendwann im Laufe der Feiertags-Ops passieren noch. Und dann kann ich auch 6er spielen, die noch nicht so genug viel Gefechte drauf haben. Das werden wir dann mal durchgucken hier. Und auch dann 6er kaufen. 6er können wir dann auch noch nicht. 7er können wir dann noch nicht spielen, weil noch die 6er noch nicht alle komplett sind. Da ist halt der. Die Italiener sind noch nicht da. Wie gesagt, dann die Japaner, die Chinesen sowieso auch genauso. Ach, Japaner hier, die japanischen TDs genauso. Und die natürlich auch. Das sind dann schon 3 Panzer, aber hier mir fehlt noch der Jo-Panzern von der Linie. Der Pavlak, den habe ich noch nicht. Den muss ich auch noch kaufen. So ist das. Ansonsten habe ich einfach soweit alles. So wird das dann aussehen. Dann kann ich auch schon 7er spielen. Bei 7er fehlen dann halt noch ein bisschen mehr. Die Deutschen habe ich alle. Die Russen habe ich auch alle 7er. Die Amerikaner. Da fehlt eben halt noch der M2Y. Die Franzosen habe ich. Da fehlt der EBR. Der Radpanzer noch. Im Briten fehlt auch der Radpanzer und der Setter, die Reihe. Und natürlich auch der Komet. Da fehlt auch die Medium-Reihe. Da fehlen also 3 Stück noch. Also da wird schon immer mehr jetzt hier. Bei den Chinesen fehlen dann der T-34, der TD und der BZ. Die neue Heavy-Reihe. Japanern. Soll ich auch, da fehlt die TD-Reihe. Und dann natürlich die anderen 7er auch alle. Alle noch nicht da. Tschechen. Fehlen andere 7er. Also das würde, wenn ich die paar Panzer kaufen könnte, jetzt noch die 5er und 6er, die noch fehlen, dann könnte ich zumindest bis Tier 7 spielen. Aber im Moment, am Anfangs wird jetzt erstmal Tier 5 sein. Es kommen auch noch neue Panzer ja dazu, über die Lootboxen. Die werden wir in den großen Kisten kaufen. Da werden dann also auch noch Low-Tier-Panzer dazukommen. Mit Sicherheit. Also das wird dann noch eine Weile dauern. Eventuell. So. Und dann ist auch erstmal so die Vorstellung der Garage. Und ich beende dann auch erstmal die Folge hier. Sag mal, die ersten Gefechte werden halt sein mit den neuen Panzer, die noch nicht gefahren sind. Also der F2 und der Franzose, wo ist er? Der AMX-13. Aber das Problem ist, die muss ich natürlich alle noch ausstellen. Da habe ich noch sogar nur 100% Crew drin. Wie sieht das denn bei dem hier aus? Bei den Franzosen ist da überhaupt eine Crew drin? Auch eine, ja, okay. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber ich muss die alle ausstatten hier. Der hat wenigstens schon mal Zubehör. Der hat kein Zubehör, der muss noch Zubehör bekommen. Aber wie gesagt, das machen wir dann in einer anderen Folge. Und dann wird dann hier über die Weihnachts-Ops gefahren. Auf jeden Fall. Und dann muss ich gucken, wie ich eine andere Accounts eventuell fahre. Das ergibt sich dann auch aus den Tagen, wann ich an Premium-Tage bekomme. Über die Kisten noch. Das sind mal die ersten nächsten 3 Tage. Also morgen, wenn die Ops starten. Und übermorgen auf jeden Fall hier fahren. Und bis dahin dürften auch über die großen Kisten noch zusätzliche Premium-Tage dazugekommen sein. Dann werden wir mal schauen. Wir schauen dann mal. Das war das, was ich mal sagen wollte. So ein bisschen vorgestellt. Ich habe also durchaus so einiges an Panzern. Vielleicht wollte ich mal kurz, was ich so an Premium-Panzern habe, vorstellen. Dann machen wir das mal hier eben weg. Jetzt machen wir hier die komplette nur Sammlung Premium-Fahrzeuge. Also der 4F2, der Anku, das sind die jetzt, die ich hier drin habe. Die Belgien, Sariano und der MKA, der 2er, ganze 38H, 2D, Toldi, T15, VK 2801, Aufklärungspanzer, Panzer,
Dann der M4190, das ist schon der 8er. Dann haben wir ein Medium, den Großtraktor. Tier 3 ist das. Kannst den S35, T25 als 5er, Turan 3, Panzer 3K, 4 Hydro, 4 Schmalturm. Das ist aber schon 6er. 7er Panther M10, der 8er Panther Mutz, sondern bei den Heavys habe ich den B2, das ist ein 4er, 6er Tiger 131, 7er VK 4503, 8er den Löwe. So, dann sind wir bei TDs, das ist die Panzer Selbstfallerfette 1C. Die war mal Weihnachten, glaube ich, drin, auch so wie hier. Weihnachtsopsstück 4 ist Reward Panzer von den Kampagnen. Reward Panzer, der erste. Dicker Max, Kruppsteier, E25, der 8er Jagdtiger, ja, den habe ich schon ziemlich lange, aber naja, okay, das ist nicht so richtig. 8er Scorpion, dann haben wir bei den Russen T45, T3, dann habe ich auf dem anderen Acker BT7 Art, 3er, T116, 3er, LTP, 3er, M3 Light, 3er, T127, 3er, dann Valentine 2. Das ist der 4er, dann habe ich den T50-2, das ist der auch aus der wohlverdienten Belohnung. Das war der erste. So, dann habe ich den 8er, den LP-432. So, dann habe ich Mediums, T29, 3er, T28E mit F30, Matilda 4, T34 geschützt, T34-85 Rudi. Losus M4, T34-85M, T54 erster Boden, T44-100, den habe ich mal über Marathon erspielt. Dann habe ich hier dann Objekt 283, da habe ich aber nur eine, also auf Miete, den habe ich nicht fest hier auf dem Account. Da sind noch 29 Gefechte drauf. Bei den Heavys dann Churchill, KV-220, KV-2, R. Objekt 244, IS-2, KV-122, IS-2M, IS-2 geschützt, Objekt 252U, das ist das Defender-Äquivalent, IS-6, dann habe ich noch von aus dem Battle Pass, Objekt 777, TDs SU-85, 5er, den 6er, die SU-100, ISO-122S, SU-122, 44. Die 8er ISO-152K, ich glaube, dann auch nur ein Gefecht gefahren. Also das ist aus dem, auch aus dem Ops, glaube ich, genauso wie die SU-130PM ist, glaube ich, auch aus dem Feiertags-Ops. Dann habe ich hier noch, bei den Amis Lights T1 E6 ist ein 2er, T2 Light ist 2er, T7 Combat Car ist 2er, das ist ein 3er, M22 Logos. MTLS ist ein 3er, den gab es mal auch irgendwie, Geschenk, Panzer, die Super Chefi ist aus der wohlverdienten Belohnung. Dann Medium M4 Improved, der ist ein Rahmen 2, habe ich auch schon fürchterlich lange, ein ganz alter Panzer, Premium Panzer, 6er Thunderbolt, 7. Fury, der 7er die Eagle, dann den habe ich mal, ein erster Marathon-Panzer, Super Pershing, M46 Patton, haben wir mal als Premium gekauft, den habe ich mal über Anleihen gekauft, den M60. So, dann Heavys, haben wir 5er T14, dann den 8er Patriot, da gibt es gar nicht so viele Heavys, ne? Hier im unteren Bereich bei den Amis. T34 AI Phase 1. So. Dann habe ich bei den TDs den T78, der ist eigentlich ganz schön. Super Hellcat bin ich auch noch kaum gefahren. Das ist auch wohlverdiente Belohnung. M46 Scorpion, ein Winzling, eine Franzose. Geschenkpanzer, auch mal irgendwie, glaube ich, Weihnachten gewesen. Genron, das ist ein Radpanzer, der kleine. AMR 35, 2er. Dann habe ich hier
als Light. Gut, der 5er haben wir ja vorne in den gesehen, aber 1357 und 1357 GF. Ja, da habe ich dann mal irgendwann, ich hatte den 1357 GF und dann kam irgendwann mal den 1357 in den Shop, man konnte man den umtauschen. Habe ich das dann gemacht und dann habe ich aber dann festgestellt, dass ich dann die Stadtzeit trotzdem noch irgendwie in den Statistik und das war dann, hat mir dann nicht gefallen. Dann habe ich mir den dann bei nächstbester Gelegenheit wieder gekauft. GF. So, okay, so ist das. Dann habe ich jetzt zwei von der Sorte. Fast identisch im Prinzip. Das ist der. So. Bretagne Panther. Der ist nett. Der kam auch mal in den, glaube ich, in Lootboxen vor 3 Jahren. Dann habe ich hier Schaf Futur. Der ist Battle Pass. Somua kam auch, glaube ich, mal über Lootboxen. Den habe ich mal gekauft, FCM 50. Den hatte ich gekauft, FCM Pack. Den habe ich wohl über Anleihen gekauft, glaube ich. Den habe ich über Rekrutenprogramm. Den habe ich über Anleihen gekauft. Den habe ich mal so gekauft, die 105 LFH. Und dann haben wir hier den 2er Briten. Das ist 6er, 46 Sentinel, Tiller Black Prince, das sind die Mediums. AC4, Combat B, Excelsior, ist dann die Heavies, der Top. Und der hat mich gerne gefahren. 54% Winrate ist ja auch nicht schlecht, oder? Den habe ich auch erst ein Gefecht gefahren. Den glaube ich auch, oder zwei. Der ist ganz nett, aber auch nicht. Na gut. Dann die Premium Art, die Tier 3 von den Briten. Dann haben wir hier die Chinesen. Type 64, Type 62, M41D, Type 59. T34-3, den 112er, WZ-111, haben wir noch einen WZ-120 GFT, kommt schon die Japaner, TK, das ist nicht so viel, Shinukai, das war mein erster Premium-Panzer, den habe ich, gut, als der neu rauskommt, die Japaner 2013, im November habe ich den gekauft, und Weihnachten 2013 kamen dann die Forschungspanzer, die japanischen als Nation überhaupt. Das war der erste japanische Panzer. Dann mal Geschichte. Star 2, schwerer Panzer, Nummer 6. Skoda T40, das sind Tschechen. Dann der Sapetika, den habe ich, glaube ich, über Battle Pass ist der, glaube ich. Dann habe ich hier den Polen TKS, den Pudel. Dann den Schweden L60, den Alt F2, den 6er. Und dann habe ich noch den bei den Italienern, ja, den M Progetto, den habe ich da, der über Marathon kam, den habe ich, da kam, habe ich irgendwie noch ein bisschen gezahlt, aber ich habe da irgendwie einen Satz Stufen, aber ich habe den dann irgendwie nur Teilzahlung gehabt, also günstig gehabt. Und Bisonte habe ich, glaube ich, auch über einen Lootbox Weihnachten. Das ist also das, was ich so an Premium-Panzern habe. Und alles andere müssen wir mal gucken im Laufe der Zeit, dazu ergibt. Und dann gehen wir wieder nach vorne. Ich tue mal erstmal wieder die Tierstufen. Hier denn keine Möglichkeit, hier nur die, ach, da habe ich nur Primärfahrzeuge, so, da habe ich nur die Primärfahrzeuge, so, aber jetzt sage ich mal endgültig, tschüss, bis zur nächsten Folge.